Oder wenn man Musikstücke auf den Instrumenten der Zeit spielt, in denen sie komponiert wurden, gehen einem oft Lichter auf. Der Bauer heißt Adam Beyer. Das Instrument wurde in London gebaut, 1776. Also Christian Bach liegt sehr nahe. Das war die Zeit, in der Christian Bach in London gelebt hat. Er hat selbst ein ganz ähnliches Instrument besessen. Und man nimmt sogar an, dass er erstmals öffentlich Klavier gespielt hat auf einem ähnlichen Instrument. Galuppi war sehr berühmt damals, wurde viel in England auch gespielt, also es gibt englische Ausgaben und deshalb lag das nahe, die beiden zu kombinieren. Also der Reiz liegt erstens drin, dass ich diese Musik einfach sehr liebe. Galuppi habe ich ursprünglich kennengelernt durch Benedetti Michelangeli, der meines Wissens der einzige, in Anführungszeichen, moderne, berühmte moderne Pianist ist, der ein Werk von Galuppi in Konzerten immer wieder gespielt hat, nämlich diese C-Dur-Sonate, die ich auch spiele. Was für mich auch ein Reiz ist, ist, dass ich mich immer auch für die Zeit und für die Beziehungen interessiere. Und bei Galuppi spielt für mich Carlo Goldoni eine sehr wichtige Rolle, weil er befreundet war mit Galuppi. Galuppi hat viele Texte von Goldoni vertont. Und wenn ich die Galuppi-Sonaten spiele, dann sehe ich Commedia dell'arte vor meinen Augen. Also ich höre die Colombine und ich höre Truffaldino. Das eine ist, dass ich mich immer eigentlich schon als Kind dafür interessiert habe, wie Dinge früher waren. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe viel gelesen über den Freundeskreis mit Karl Friedrich Abel, Johann Christian Bach, Thomas Gainsborough, dass Christian Bach war Hofmusiker bei Queen Charlotte und King George III, wie da Hausmusik betrieben wurde. Und wenn man die Bilder anschaut aus der Epoche, die Mode aus der Epoche, die Möbel aus der Epoche, dann gibt es wie ein gewisses Flair. Und da höre ich auch diese Farben, dieses fast Impressionistische, was die Bilder von Gainsborough haben, das erlebe ich auch in der Musik von Christian Bach und das interessiert mich auch besonders. Die Schwierigkeit ist, dass das Instrument eine sehr einfache Mechanik hat. Das heißt, man muss die Taste jeweils ganz heben, sonst kommt der Ton nicht mehr. Und natürlich ist vieles anders, also außer der Saiten gibt es keine Metallteile. Es ist alles sehr leicht gebaut aus Holz. Die Hämmer sind winzig klein, sind mit Leder bezogen, nicht mit Filz. Die Dämpfung ist für heutige Verhältnisse sehr primitiv. Das ist ein Stückchen Fischbein. Und, ja, es kann in Momenten nervig sein, aber im Grunde genommen finde ich das auch toll, weil wir eigentlich eine Freundschaft schließen müssen und sonst geht's nicht.